Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe was bekommen von Tribit. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Da hatten wir ja schon eine Bluetooth-Box und so. Die hat meine Tochter geschrottet. Und jetzt haben sie mir, glaube ich, Kopfhörer geschickt. Move Buds H1. Und ja, die sind auch neu, logischerweise. Dann gucken wir mal rein. Also ich mache da auch nur ein Video, weil was soll ich jetzt hier zwei Videos machen in 2 Minuten Unboxing-Video? Weil bei den Kopfhörern ist immer das gleiche drin, eine Anleitung, Kopfhörer, dann halt diese Gummidinger für in den Ohren sind mit drin, 3 verschiedene Größen, Ladekabel und das war's. Ja, und die Kopfhörer natürlich. So. Ui. Ui, was ist das denn Schönes? Das sind aber nicht die, die ich gesehen hatte. Die haben hier einen Bügel. Ach doch, das war... Ja, stimmt. Genau, die anderen hatte ich ja damals schon. Das habe ich jetzt verwechselt. Stimmt. Da dachte ich mir noch, Mensch, das wäre doch auch was für Fitnessstudio. Oder für Fahrradfahren, weil die halt über das Ohr sind. Weil bei den In-Ears habe ich immer Angst, dass sie rausfallen. Aber ich habe ja meine Knochenschall. Oh, hier sind aber mehr mit drin. Oh, da ist er, Tribit hier großzügig. 1, 2, 3, 4, 5 Größen. Und eine wird garantiert schon drauf sein. 5 Größen. Holla der Waldfee. Also das ist ein Daumenwert. Dann halt den USB-C-Kabel. In weiß gehalten, USB-C auf USB-A. Ja. Kopfhörer nehmen wir kurz raus. Ist fest drin, da brauchen wir nichts machen. Und dann haben wir hier die Tribit. Hoppala. Ui, hier haben wir dann den Akkustand. Sieht man das? Ja, mit den Punkten. Und hier haben wir dann, hier ist auch noch die Schutzfolie drauf, damit sie halt nicht automatisch laden. Und die kann man hinter das Ohr machen. Ja, auch interessant. So eine hatte ich schon ewig nicht mehr. Ich hatte damals so blau-gelbe von Panasonic, wo ich noch Walkman hatte. Ja, es gab mal Walkman-Zeiten. Die waren recht geil mit hinterm Ohr. Aber die sind mir dann oben mal durchgebrochen, der eine. Und die habe ich leider nie wieder gekriegt. Die waren recht cool. Die haben einen richtig geilen Sound gemacht. Aber das waren halt keine In-Ears. Die hatten halt nicht diese Gummipinüppel. Die waren halt so praktisch wie die normalen. Also das hier weggenommen. Also wie die normalen Kopfhörer. Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns die gleich mal an. Mach das mal alles wieder zurück. Und dann gucken wir uns die gleich bei der Hardware an. Ich muss aber die Kamera dafür erstmal wechseln. Jo. Tribit Move Buds H1. Kompatibel mit Computer, also mit Laptop steht hier. Also ist ein Laptop abgebildet. Also hier, nicht iPads, hier Tablets und sowas alles. Und dann halt mit Smartphones. Qualcomm APTX ist dran. Uiuiui. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal sehr gespannt, was die für einen Sound machen. Ja, dann sehen wir uns gleich.